Willkommen zurück bei The Wolf Among Us. Ja, wir sind hier in dem netten Zimmer 207 mit Beauty. Nachdem wir ja hier mit Beast hier so ein bisschen rumgerangelt haben und hier die Tür auch mal geöffnet haben. Also da hinten die Tür. Sollen wir mit ihr reden? Sollen wir erstmal hier uns umgucken? Ich weiß es nicht. Also hier auf dem... Ja... Nicht allzu schön. Okay, gucken wir mal. Das müssten ja dieselben hier sein, die wir hier schon haben. Where'd you get that? Ja, von der Leiche. Ja. In case there was any doubt over who died here. Naja, das ist schon klar. Was ist das da? Ein Apfel? Do you smell something? No, just apple. Ja, irgendjemand hat geraucht, aber wir waren es nicht, denn wir schmeißen unsere Kippen die ganze Zeit immer nur auf den Boden. Storybook, okay. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Mundy version of her story, anyway. Mhm, ja, es war einmal in einem großen Schloss, da wuchs die Tochter eines Prinzen trotz einer eifersüchtigen Stiefmutter glücklich und zufrieden auf. Okay. The whole book is about her? Yeah. What is it? He has a food fetish? He made Lily bite the apple. I think the apple is part of his fantasy about Snow White. That would explain the one we found on the floor. Oh no. Do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Irgendwie eklig, ja. That makes perfect sense. Ja. They were acting out the thing with her stepmother and the apple, which is really creepy when you think about it. You know she almost died when Naja. Would you have a delicious empire? Okay, also ja, was für ein Apfel, ne? Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. Oh no. What? What is it? The bed matches the coffin. He's obsessed with death. He makes people helpless. I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Nein, nicht wirklich. Flowers too. He'd have had Lily lie down just like this. You okay. Mean just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is just bizarre. This guy really has a thing about snow. It's like pathological. I'm getting that feeling. Yes. Oh my God, that poor girl. Yeah, she couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. Ja, ja, auch du hier. Ja, ja. I mean, not exactly here, but just ja, how does a person... We can't know the answer to that. Every situation is different. Yeah. Okay, bin jetzt gerade am Überlegen. Gut, die Märchen, die kennen sich ja untereinander. Und Beauty kam jetzt nicht auf die Idee, halt das hier mit diesem gläsernen Sarg da, dass das ein Teil von dem Märchen ist. Und Bigby hat ja gesagt, das ist halt ja die Story von Snow White. Allerdings so, wie wir Menschen sie halt kennen. Das heißt also, die Fables an sich, lief es ein bisschen anders. Deswegen, wie gesagt, da ging es ja auch dann halt weiter, Scheidungen und so weiter, ne? Kann es sein, dass unser gesuchter Mörder oder halt dieser gesuchte Mr. Smith gar kein Fable ist, sondern halt ein Mensch, also ein Mundy? Würde ich jetzt mal so annehmen, weil sonst müsste er es doch nicht hier so nachstellen und zwar so, wie es hier in dem Märchen drin steht, sondern im Prinzip, wenn er jetzt dann irgendwie ein Fable für
Ja, ein Fable. Für Schneewittchen hätte. Für Snow White dann halt hätte. Dass er dann das so nachgestellt hätte, wie es dann tatsächlich ja, passiert wäre. Und nicht, wie es hier in dem Menschenmärchen ist. So scared. Okay, das Whisky. Nicht, dass hier die Tweedles hier waren. Das ist nur eine normale Zigarette. It's a Huff and Puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. Okay. Und Whisky. Who brought wine? Ah. Classy. Wein. Alles klar. Also nicht wirklich interessant. Maybe she didn't see it coming. Kassette. For my arrival. Ja, steck mal ein. Können wir das irgendwo hier abspielen? Dan, get it together, Beauty. Be strong. Ja, kannst ja gerade zu Beast rausgehen. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no. She must have been wearing it. He killed her and then he took it back off. No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. Oh no, there's more? What? What now? Looks like snow costume. He likes a dress. He could be a cross-dresser? Nee. The rips in the dress make me think our Mr. Smith likes to play hard. He's a violent man. You need the dress to tell you that? He's got a thing about snow and he's got a thing about violence. I think that much was already clear. Ja, es God, I'm klar. Just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff too. He's into sexual violence as well as regular violence, apparently. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Du kannst ja schon mal runtergehen, ich muss noch hier ein bisschen weiter gucken. Ja, dann nehmen wir das da noch mit. Are those pictures of the dead girl? How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. Mm-hmm. His stand-in for snow is gone now, so... The next step closer. What? What is it? It's... Crane. Okay, haben wir ja uns schon gedacht, dass wir hier... No! Ich wollte mich doch noch mit dem Spiegel unterhalten. Oh oh. Nein! Verdammt! He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. Och, Menno. Huh. I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Ja, aber nicht mit dir. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Ja, machen wir, keine Angst. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Ja, das hatten wir schon beim letzten Mal so gesehen. Okay, Player Choices. How do you just respond to Crane about Snow's death? Ja, wenn wir das jetzt vorher gewusst hätten, hätten wir uns auch anders entschieden. How did you treat a murderer suspect? Persuaded him? Ja, das haben wir ja auch gemacht, so wie die meisten. Did you let Snow come? Ja, klar, sie wollte ja, deswegen. You.
Was? Nur 27,2% haben die den geschlagen? Sowas aber auch. Did you keep punching beast when he was down? It opted not to hit beast. Ja. Wäre ja auch klar. Gut. Ja, dann sind wir eigentlich schon hier wieder durch mit der Episode. Er geht halt immer sehr schnell. Ich hoffe nur, dass Telltale das jetzt nicht hier wieder so lange braucht, bis hier die nächste Episode rauskommt. Weil ich würde jetzt echt gerne sehen, wie es da halt weitergeht. Ja, gut. Train haben wir ja schon irgendwie, hatte ich ja schon die ganze Zeit irgendwie einen Verdacht, aber allerdings halt in anderer Form. Ich habe ja irgendwie gedacht, dass er dann, ja, was weiß ich, hier sich nachts in den kopflosen Reiter verwandelt oder irgendwie der kopflose Reiter hinter ihm her ist und deswegen hier irgendwelche Leute da umbringt, aber dass er da irgendwie ja so einen leichten Fetisch für Snow hat, ist leicht eklig. Tja, soll man dazu sagen. Gut. Aber ich hätte jetzt echt dann gedacht gehabt, so nachdem da das Märchenbuch da aufgetaucht ist, dass halt wirklich irgendwie ein Mensch dahinter stecken würde, der das dann doch irgendwie halt mitbekommt, dass es dann tatsächlich halt, ja, Fables halt gibt und, was weiß ich, oder halt auch gar nicht das weiß und das halt dann tatsächlich nur so macht und dass er halt wirklich so ein, ja, Serienmörder mit lustigen Fetischen da halt ist. Und, ja, dass das sowas halt ist und Bigby da komplett in die falsche Richtung da ermittelt. Ja, vielleicht tut er das ja auch. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob da tatsächlich da ein Zusammenhang da besteht. Deswegen, wieso wurde Face ermordet? Das ist ja auch noch nicht so wirklich raus. Deswegen, wir haben es jetzt halt da mit dieser Lilly jetzt gehabt in dieser Episode. Gut, dass sie dann halt in dem Klemmer von Snow White ist. Gut, das ist dann halt damit erklärt, dass hier er hier, Mr. Smith, ja, sie halt gerne so sieht und da so ein bisschen seinen Trieb da halt auslebt. Wir wissen aber nicht, ob er dann auch tatsächlich der Mörder ist. Weil das ist ja jetzt auch nicht so ganz raus. Deswegen kann ja sein, dass er halt tatsächlich da so ein, ja, so ein Fetisch einfach halt hat und sich da die ganze Zeit da mit der dann so getroffen hat, so nach dem Motto, ja, hier gibt ja halt dann auch hier so Leute, die dann irgendwie hier spielen mal auf Schulmädchen und so. Das heißt ja nur lange nicht, dass die da irgendwie ja, hier rüber ab und so. Und dass ihm das jetzt einfach nur irgendwie gerade extrem peinlich halt ist, wäre mir das ja natürlich auch. Und dass er deswegen halt da jetzt den Spiegel zerdeppert hat, naja, okay. Ist ein bisschen heftig, aber ich denke mal, dass es so irgendwie was ist. Ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt für, ja, für den Mord dann da irgendwie zuständig da war. Also kann ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen. Wie gesagt, dass er irgendwie so ein oller Perversling ist, der das jetzt da irgendwie vertuschen will, okay. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie mit hier rüber ab und so, weil mit Face ist es ja genau dasselbe im Prinzip, deswegen, wieso hätte er jetzt Face töten sollen? Verstehe ich dann halt nicht. Es sei denn, Face war halt auch irgendwie, dass sie sich als Snow hätte verkleiden müssen, deswegen. Aber, ja, ich verstehe es halt nicht. Egal. Vielleicht werden wir es dann in den nächsten Episoden irgendwie erfahren. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er nicht der Mörder ist. Ihm ist es einfach jetzt nur peinlich und so weiter. Da steckt noch irgendwas anderes dahinter. Und ja, da ist irgendwie, muss ja noch weitergehen, sonst wäre jetzt zu einfach eigentlich. Weil jetzt schon nach der zweiten Episode halt wüsste, wer der Mörder halt ist und jetzt die restlichen Episoden nur noch versuchen müsste, ihn da zu fangen. Wäre ein bisschen billig. Deswegen denke ich mal, er ist es nicht, ist es irgendjemand anderes. Bluebeard ist es auch nicht, schließe ich auch aus. Irgendjemand, den wir noch nicht getroffen haben. Es kommen ja immer noch Märchen dabei. Und ja, gut. Dann hoffe ich, wie gesagt, Telltale, bisschen, dass sie ein bisschen hier Gas geben.
damit wir hier bloß schnell weiterkommen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode dann wieder. Bis dahin.